Moin Leute! So, wir sind richtig gut drauf. Johnny sitzt schon neben mir, heute Kameramann. Wir sind gerade auf dem Weg zum Roland. Wir richten heute ein gigantisch großes Biotop-Aquarium ein. Ihr werdet es lieben. Also ich werde es auf jeden Fall lieben. Wir haben richtig Spaß dran. Wir fahren jetzt kurz zum Roland. Wenn wir den eingesackt haben, fahren wir schnell zum Kunden. Und dann zeigen wir euch das Projekt. Wird richtig delicious. Wir gucken ja mal so den Bonn, ne? Guten Morgen, Roland. Guten Morgen. Richtig gut habe ich mich dreimal verfahren. Ich habe auch gedacht, der springt ständig hin und her, ne? Ob das Wort, ich stehe seit einer Viertelstunde draußen. Ja. Einmal bin ich an der Einfahrt vorbeigefahren, Dann haben wir gewendet, dann bin ich einmal zu früh abgebogen. Ich denke, was fährt der denn da hin? Ich hoffe, bei dem Aquarium geht es nicht so hin und her nachher. Stein rein, Stein raus. Ich liege ja drin, mich juckt das nicht. So Leute, wir sind jetzt da. Ich habe jetzt mal selber die Kamera noch mal schnell in die Hand genommen, um euch alles zu zeigen. Roland wird gerade noch mit Mikro verkabelt, damit wir uns nachher auch schön hören. Johnny baut noch ein bisschen Kamera auf. Und das dahinter ist es schon, ne? 2,75 Meter lang, 85 tief, 85 hoch. Die Wurzel ist übrigens auch von uns. Während des Baus wurde die schon eingesetzt. Das wird wieder so ein Flusslauf-Aquarium. Hier auf der rechten Seite mehr so die Uferregion und dann geht es praktisch rein in den Fluss. Das ist so die Probeidee, oder Dr. Roland? Dr. Roland? Ich weiß nicht, ich Professor zugehört. Roland. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Also Roland hört mir nie zu, ihr kennt das, ne? Ich denke, ich bin in der Findungsphase. Der intellektuelle Part von uns. Also eigentlich ist das der Fluss. In so einem kleinen Bach im Bachlauf im Orinoco-Gebiet. Und der Fluss kommt auf uns so zu. Wir stehen also praktisch so davor. Hier rechts neben wird so vom Ufer mit den Steinen so einen Uferaufbau gemacht. Dann ist die Idee, dass hier praktisch dahinter, wo das Wasser nicht so tief ist, große Echinodorus reinkommen. Hier vorne kleinere Pflanzen mit Kieselstein. Und das kommt, wenn eine komplette Freifläche, da ist praktisch dann das Flussbett von dem so eine Sandfläche am Ende. Ganz genau. Die Idee ist halt, das habe ich vor ein paar Jahren mal auf der Insel Tioman in Malaysia gemacht, also Biotope mit Steinen, Sand, ein paar Wurzeln und Pflanzen. Das soll so ein bisschen so die Inspiration sein und dass dann man da so als Idee hat, wie man die Steine anordnet und auch hier die Verbindung mit dem hellen Sand, der ja genau dem Sand entspricht, den wir verwenden werden. Im Prinzip sieht man ganz schön, wie so ein Flussbett sich dann halt aufbaut. Ne? Oben in der Uferbereich wird ja trocken sein ab hier und das soll praktisch so eine tropische Landschaft draufgesetzt werden mit Orchideen, mit kleinen Bromelien hier, dann Farnen, dann ist hier sind Orchideen mit Tillandsien dran. Also das ist so die Idee, da oben so ein Urwaldbiotop zu machen. Er hat es geputzt und Scheiße. Und im Übergang mache ich mit Moosen und Utricularia nochmal so einen richtigen Uferbereich, wo die Pflanzen reinwachsen können. Dann habt ihr jetzt einmal ganz kurz gehört, was wir hier grob planen und vorhaben werden. Ich gebe die Kamera an Johnny ab und dann geht das los. Ich hüpfe da jetzt rein, oder? Hüpf da rein. So, jetzt kommt Thomas der Schlangenmann, ne? Alter, hör mir auf, ey. Ich weiß. Snakey Tommy. Erstmal hier. Snakey rein. Tommy. Hör auf, ey. Das wird spannend, ey. Du bist nur zu ungelenkig. Man ist nie zu dick, man ist nur zu ungelenkig. Ich weiß noch nicht, wie ich mich... Diese Wurzel ist ein bisschen störend hier. Ne? Also wirklich, ne? Warum? Wir hatten die ausgesucht, ey. Ich muss jetzt überlegen, wie ich mich hier... So. Und du musst den Stein noch dazwischen... Ja, das ist ja kein Problem. So. Ja, das wird jetzt spannend, ne? Schöner Rücken kann auch entzücken, oder? Was sagst du? Ich meine, du siehst ja auch nichts jetzt. Ja, ja, ja. Außer meinen Astralkörper. Aber ich komme hier echt auch nicht anders hin. Ne? Also ich kann auch so machen. So, ja, guck mal. So ist gut. Ja? Ja. So, jetzt geh mal hin, schieb mal hinten rein. Sollen wir jetzt nicht schon mal anfangen, Sand drauf zu kippen? Ja, dann können wir einfach modulieren, ne? Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Einfach in die Ecke? Ja, einfach in die Ecke rein. Hier auch noch? Ja, ja. So. Musst du schon mal ein Aquarium auf allen Vieren einrichten? Ja. Ja. Schon mal gemacht? Ja. Das war ähnlich eng. Da war zwar keine so eine große Wurzel, dafür war es nicht so tief. Ich bin jetzt ein bisschen am Sortieren, was ich mache, wo der Fluss praktisch oft das drauf trifft. Thank you.
ich möchte gerne einmal kurz raus. Ja, wird. Problem wird halt hier vorne, das hat die Ecke werden, ne? Ne, weil da kann ich halt nicht mehr viel setzen. Ne, nee, ich wollte, das war schon so, dass... Also wir sägen die ab, da so ein Stück. Nein. So, wir haben einen neuen Plan. Wir sägen einfach komplett durch, ne? Wir haben einen neuen Plan, wir machen das jetzt ohne Wurzel. Das Problem wird halt sein, wir werden kein reines Hardscape haben. Wie meinst du das? Wir müssen auch jetzt bald anfangen mit Pflanzen in der Ecke. Weil ich sonst kommst du nicht mehr hinten rein, ich weiß, ja. Das heißt, wir müssen dann, die Ecke da hinten komplett fertig machen, mit Pflanzen, alles. Mh. Dann kann ich hier vorrutschen, dann können wir hier weiterbauen. Wird hinten auch noch so ein bisschen was drüber kippen, nur damit es so ein bisschen Übergang hat. Exakt. Du musst sogar eine ganze Menge, weil das nämlich durchrieselt im Laufe der Zeit. Das hat Dirk immer wieder mal einen Sack kaufen kommen, bis das Ding voll ist. Das ist eine Palette, die ist für den Dirk. Wir können auch so ein Abo machen, ne? Genau. Die müssen jetzt sagen, wann, wie viel und wann ich aufhören soll. Das ist schon so 5 cm, ne? Da hat es ernst gemeint mit dem Sandabo. Aber es ist. So, ja, ich meine das auch ernst. Zu Hause, ich habe 80 Liter Aquarium. Ey, das Ronald, ich meine das auch ernst. Ja? Ich habe das vor einem Jahr gemacht. Ich tue Pausen und ich habe jetzt wieder einen 5-Kilo-Sack Soll nachgekippt, weil es verschwindet einfach. Ne? Bist du zufrieden hier, Roland, mit der Ecke hier vorne? Ja, ich muss jetzt nochmal dran, aber. Bitte? Nix. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir probieren, ob wir da was drauflegen. Ja, so ist gut. Hervorragend. Prima. Sehr gut. Und dass die Wurzel auch schon verankert. Ich möchte noch mal festhalten, wer hier die Arbeit macht. Absolut, ja, absolut. Entscheidende, also Roland hat natürlich das Grobe vorgeplant. Die Feinheiten machen es aus. Und wer setzt die Feinheiten hier? Ne? Durch einen geschickten Dreh noch mal. Silikon drauf, ein bisschen Sand dran, dass es halt einfach so zugedeckt ist. Herzlich willkommen bei Roland und Thomas' kleinen Marktstand der Wasserpflanzen. Die Salatbar ist angerichtet. Die Salatbar ist angerichtet. Wir wollen euch ganz kurz zeigen und erklären, welche Pflanzen wir nehmen. Wir werden dann am Ende des Videos nochmal erklären, wo sie genau sitzen. Echinodorus tenellus. Tenellus, genau. Also der kleine Bodendinger machen wir rein. Für den vorderen Bereich? Genau, Vorderbereich. Dann im mittleren Bereich kommt Echinodorus magdalensis, also eine etwas größere Echinodorus-Art, die sich auch verzweigt. Dann haben wir Eleocharis acicularis, das ist eine höher werdende und die soll hinter den Steinen mit den Hölzern praktisch in der Strömung treiben. Das ist die Idee. Dann haben wir Echinodorus reni. Das ist wieder so ein kleiner Farbplex von so einer mittelhohen, ne? Das ist eher so 20 cm vielleicht. Vorderen Mittelgrund, ja. Hinteren Vordergrund. Dann haben wir hier noch eine richtig groß werdende Echinodorus argentinensis. Das ist natürlich ganz klar was für ein Hintergrund. Ne? Genau. Das werden wir in den mittleren Hintergrund setzen. Dass sogar langfristig die Blätter nach außen wachsen und hinter der Wurzel sich nach oben entfalten und auch anfangen zu blühen. Dann haben wir hier noch ein buntes Potpourri an verschiedenen großen Echinodorus-Arten. Paleofolios, Bleheri und so weiter, so verschiedene. Die kommen halt auch noch mal mit verteilt. Das ist halt auch so ein bisschen einen kräftigen Urwaldcharakter. Ja. Weil es Nerja nana, wahrscheinlich Pendant zu den Articularis, genau, dass wir die so ein bisschen gemischt, feinere und noch mal ein bisschen dickere mit längeren Blättern haben, die dann in der Strömung schön wiegen. Dann haben wir hier noch mal Marsilea crenata. Das für den dunkleren Teil zwischen den Steinen auf der rechten Seite. Hinter den Wurzeln. Weil das ja ein kleiner Farn ist, der braucht nicht allzu viel Licht. Und dann haben wir noch mal fürs Feintuning so Christmasmoos, das werden wir so ein bisschen um die Hölzer rumbinden und so weiter, dass die Äste auch so ein bisschen wie so mit so Moos bewachsen aussehen. So. Und eine Tigerlotus, genau, eine grüne Tigerlotus, lass sie zu, weil die trocknen uns sonst aus. Für den Mittelpunkt noch mal so ein bisschen, die auch Schwimmblätter bilden soll und im besten Fall sogar blüht am Ende. Und jetzt gehen wir los, fangen wir mit den ersten Pflanzen an. Okay. Ja, man sieht dich am Brötchen essen, ist okay. Das ist gut so. Die Leute dürfen auch ruhig sehen, wie es halt typisch deutsch das hier abläuft alles. Ne? Einer arbeitet, zwei essen Brötchen. Wie Ronald auch konsequent einfach nicht mitmacht, obwohl er jetzt gar nichts anderes macht in der Zeit. Hier, das muss man einmal filmen. Ne? So, ich werde mal Brötchen.
Ich habe Pflanzen gereinigt. Sehr schön. 60 Töpfe. Während er hier Sand gemischt hat. Was wir jetzt machen, wir pflanzen das vorne und dann machen wir da hinten den Echinodorus-Bereich. Komm Thomas, let's go. Ja, ich muss jetzt Anweisung kriegen erstmal. Erstmal hinten Magdalensis und dann vorne Tenetus. So, guck mal, lieber Roland. Ich habe dir hier ein Anzeigetool gebastelt. Da kannst du jetzt über den Rand drüber anzeigen, wo das hin soll. Also müssen wir es anfangen, hier hinten so zu setzen, die Magdalensis hier, ne? Und hier. Ich habe jetzt die Pflanzen gereinigt, jetzt pflanze ich sie sogar schon. Früher war das wenigstens noch so, da habe ich sie gereinigt, du hast gepflanzt mittlerweile. Ich bin in der Erschöpfung meiner kreativen Phase. Ne? Fällt schon das Sofa nach? Es ist wichtig, dass Leute sehen, wie ich hier die ganze Zeit arbeite. Absolut. Weil die immer denken, immer alle, du bist der Typ, der das macht. Eigentlich nebenan. Links rüber. Mach mal da. Wenn jemand mal dem Roland einen Laserpointer sponsern könnte, das wäre supi. Hier mit einem absoluten Profi, was Pflanzen betrifft. Absolut. I only work with the best. So wie du Geld verdienst, würde ich mal Urlaub machen. Ja. Muss dieser Airbus mitmachen, das ist unglaublich. Ja, das macht der arme Kerl. Mach ich aber gern. Man tut die Kunden mit einbeziehen. Ne? Das ist Active Selling, nennt man das auch. Ne? Man verkauft dem Kunden was er selber macht, aber. Aber er hat ein gutes Gefühl dabei. Das ist das Ikea-Prinzip, ne? Ich weiß nicht mehr weiter, Roland. Ich brauche neue Instruktionen von dir. Also wir gehen hin und setzen hier vorne erstmal Steine. Die Steine also setzen wir erstmal so und dann machen wir das drumherum. Ja, so beweglich wie vorhin, gell? Man merkt die ja, drei Stunden. Was? Grazil wie eine Gazelle, oder wie ist das Tier mit dem Rüssel? Genau. Ihr könnt das gleich selber machen, ja. Ja. Zu Hause kann ich den ganzen Sand in der Bude auf meine Tochter schieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stämme. Willst du mal rauchen? Wir machen jetzt noch ein paar Dings. Ich will keine rauchen, ne. Nein, ob du raus willst. Ach, raus will ich, ja. Roland, komm mal kurz. Willst du die da nicht auch noch mit reinmachen? Guck mal, hier so. Doch, hast du schon überlegt, das war genau. Hier so? Ja, exakt, genau. Ich verstehe dich langsam. Du erkennst so langsam mein Spiel, ne? Hier wollte ich rein. Genau. So. Also langsam komme ich mir auch vor, dass ich das alleine könnte. Ja. So geile Ideen, wie ich habe.
Das ist richtig. So, jetzt muss ich tanzen. Wer ist denn das? Bist du Khaled. Wer ist das? Da fängt an, Arabisch zu singen. Ben hört. Wo kommt die Musik ben, her? Ben war, ich mein Handy. Ben hat. Willst du mal reingehen? Was? Was? Ach, die Musik ist nicht gut. Geil, oder? Er tanzt zu seiner Musik. Ich rufe ihn immer an, der geht nie ans Telefon. Und du denkst schon, warum? Wahrscheinlich. Ja. Und zwar, oh, Thomas ruft an. Was ist das? Ich habe mein Telefon, aber ich tanze jetzt erstmal. Hey, Sweetie. Eigentlich muss doch jetzt was Brasilianisches von der Musik her. Irgend so wie Lambada oder irgend sowas. Da gibt es aber ruckzuck Beschwerde von der Copyright. Ich habe meine Jungfräulichkeit verloren. Bitte? Gottes Willen. Ich muss jetzt einmal rauskommen. Okay. Ja, hallo, ich habe die Pflanzen geputzt. Ich setze sie. Ich frage mich gerade, was du die ganze Zeit machst. Ich bin die kreative Phase. Und selbst das habe ich ja jetzt schon übernommen, indem ich das alles instinktiv richtig mache. Siehst du mal, was für eine Arbeit war, dich zu indoktrinieren, dass das von selbst klappt. Ich bin ja jetzt allmählich auf dem Weg, dass ich finde, dass es gut wird mit dir. Dann machst du nicht immer alleine oder was? Das ist echt. Mach bitte nicht, dass du alles machst, jetzt, wenn ich da wieder reinhocken muss. Die kann man da umdrehen. Ja, die ist ja auch nass von unten. Okay. Na, du hast die Wahl zwischen sandig und nass und trocken und nass. Nein, nass und nicht sandig. Was ich jetzt mache, ich tue also praktisch die kleinen Steine zwischendrin, damit eine größere Tiefe in dem Layout entsteht. Na, mit so kleinen Steinen, als ob der Fluss da im Laufe der Regenzeit immer wieder kleine Steine eingespült hat. Das hätte jetzt eigentlich noch ein Ticken höher sein können. Ne? Was hätte es? Noch so hoch sein können. Das hätten wir jetzt noch machen. Weil da stoße ich mich nicht jedes Mal dagegen. Ja, ja, ne? Das ist so, wenn sie schon hoch machen, dann richtig. Ne? So, was soll ich jetzt machen? Wohin? Ah, mach. Ich glaube, es geht dem Ende zu. Ich glaube, wir machen zwei Teile draus. Ist besser.